Die Zeit vergeht wie im Flug. Vor genau einem Jahr, um genauer zu sein, am 25. Dezember 2021, startete das James Webb Space Teleskop von der Erde aus, wo es schließlich am 24. Januar 2022 seine Zielumlaufbahn im Lagrange-Punkt 2 in etwa 1,5 Millionen Kilometer Entfernung erreichte. Findest du nicht auch, dass das Jahr 2022 sehr zügig vorangeschritten ist? Seit also schon über einem Jahr ist nun das Teleskop im Weltraum und bereits seit knapp 6 Monaten generieren wir regelmäßig neue Bilder des Weltalls damit. Durch seinen 6,5 Meter großen Hauptspiegel im Bereich der Infrarotlichtwellen erblickt JWST Dinge, die mit Hubble nicht möglich gewesen sind. Für das Jahr 2023 können wir uns auf weitere spannende und interessante Aufnahmen und Daten des James Webb Space Teleskops freuen.